So, next step. Alles, was hier gelb ist und voll, geht jetzt mal eben schnell in den Keller runter. Zack, zack, schnell gemacht. Nicht scheiße sagen. Aber wo ist das Glas? Ich habe nämlich da ein, zwei Gläser noch gefunden. Die wollte ich hier noch zuordnen, aber ich weiß gar nicht, wo die anderen sind. Die können sich noch nicht versteckt haben. Ja, so eine 6er Höhe, das ist ganz gut. Da können dann noch Umzugskartons oben drüber. Ja. Also bis hierhin, denn. Wenn ich das mal abfummeln. Ich glaube, das wird hier eh nicht als Waschkeller genutzt. Ich glaube, das ist eher so eine Sache von früher. Wobei Heinz ja in der Wohnung keine Waschmaschine hatte. Der hat ja wahrscheinlich da gewaschen. Aber ich denke mal, die heutigen Verhältnisse sind doch anders. Ja, Dekofiguren 1, 2 und 3. Also das sind alle Dekofiguren auf einen Schlag. Ja. So, für die Ecke war das das schon. Zap, zap, ab. Denn jetzt, ja, das dann nachher noch. Das geht nämlich jetzt hier mit 1 wieder los und endet bei 34. Aber die Dicken sind extra.
aber. Überall nicht. Die Gläser, die ich suche. Aber gestaut habe ich das ja auch. Als gäbe es noch viele Morgen. Ja.
arbeiten hier nämlich. Gut, aber das muss ja auch nicht on the road. Ja, geil, endlich wieder Bücher. Ich schlepp so gerne, denn Schleppen macht so viel Spaß. Ah, Bücher, super. Eigentlich besser jetzt. Jetzt kommt gleich Tail Grind.
So haben wir nicht gewendet. So. So, alles weg. Hier, da, dort. Alles an einem anderen Ort. Jetzt nur noch die Kartons hier. Brauche ich gar nicht echt machen. Passen noch drunter sogar. So, Job done. Ja. Also, der Trockner hier offensichtlich hier angeschlossen. Das lasse ich wohl auch erstmal noch. Aber ich kann ja hier reinstapeln in die Ecke. Und hier drüber auch. Ansonsten kann er auch noch eine Reihe vor. Dann habe ich zwei Reihen. Das ist doppelt so viel wie eine. Jetzt erstmal runterfahren ein bisschen. Ja, yeah, cool. Sieht doch schon viel besser aus. Ja, hier ist mein Lager. Das bleibt auch alles so. Das ist endgültig fertig. Ich erinnere mich an meine Worte. Was interessiert mich mein Geschwätz von gestern? Ja, und was hinter diesem Rolltor ist. Eine Fliege. Ein Insekt. Ein Insekt. Was hinter diesem Rolltor ist. Ja, das auch noch runter auf jeden Fall. Aber nicht jetzt.
Das kommt im nächsten Schwung. Ja, es gibt ja Leute, die sagen jetzt, boah, Umzüge, ey, boah, ist ja voll anstrengend. Ja, ist das. Nur ich streng mich halt gerne an. Also ich habe früher mal 1,5 Jahre nur Umzüge gemacht. Und das hat mir Spaß gemacht. Also wenn man ein vernünftiges Team hat und ich kann mit mir selber hier super zusammenarbeiten. Nee, aber das macht mir schon Spaß. Und es gibt Leute, die gehen da in so ein Sportstudio für, zahlen dafür Geld. Und ja, also ich mache es mir dann gern auch noch ein bisschen extra schwer. No pain, no gain, wie der Bodybuilder sagt. Ja, aber das macht also mir Spaß, so. Ich sehe gerade, ich habe die Lampe etwas abgedunkelt. Ich fand das dann doch ein bisschen krass. Da sind direkt die nackten Beeren drunter. So wie da oben auch. Da wirst du blind bei Nacht. Also, und tagsüber auch, eigentlich immer. Also, ja. Und da irgendwas vormachen, was nicht brennt. Weil die sind ja 50 Watt, glaube ich, pro Birne Halogen. Das wird fürchterlich heiß. Aber brennt nicht. Und wieder mal eine Design-Ikone erschaffen. Ja, wenn man sich auch hier diese extravaganten Lichtspiegelungen anguckt. Ja, wie heißt das so schön? Happiness is a dry shirt. Ja, jetzt erstmal schön Tee trinken, runterfahren und sich die nächsten Schritte überlegen.